Hallihallöchen und einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Schwarz. Ja, es ist, wie man sieht, 7.59 Uhr in der Früh an einem Sonntag und ich kann nicht mehr schlafen. Deswegen, spielen wir jetzt Pokémon, weil ich nicht mehr schlafen kann. Ja, ich höre mich, glaube ich, auch ein bisschen, weiß nicht, verkatert, müde an. Haus der Prüfungen. Waren wir da schon mal drin? Ah ja, stimmt, das war das. Ich soll ganz am Ende nochmal auftauchen, weil sonst kriege ich das eh nicht hin. Wir haben das letzte Mal die Stadien uns hier angeguckt. Die Kampfmetro haben wir uns angeguckt. Habe ich schon gehört, die Items da drin brauche ich irgendwie nur für ein Turnier. Ansonsten wollten wir uns, glaube ich, weiter umschauen, bevor wir in die Arena gehen. Jetzt haben wir zwei Optionen. Okay, jetzt haben wir zwei Optionen. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, wir können einmal Wunderbrücke, Route 15, Schwarze Stadt. Aber ich gehe mal ganz zu stark davon aus, dass wir nicht da lang können. So, Route 5, hier müssen wir lang. Vielleicht kommen wir sogar schon zur nächsten Stadt. Da müssen wir nämlich hin, zum Tiefkühlcontainer. Und hier müssen wir hin, zur Elektrolythöhle. Da können wir nämlich noch unsere nächsten Pokémon fangen. Die wir nämlich brauchen. Vielleicht kommen wir da sogar noch hin, bevor wir die Arena machen. Ich bezweifle es. Hier, 17. März. Ich glaube, ich höre mich immer noch ein bisschen müde an. Wer oder was bist du? So, wir trainieren weiter Flappy. Ich gehe da einfach mal rein. Guten Tag. Hallo, ich bin nur ein einfacher Magd. Ich suche wohlschmeckende Zutaten, die den Gourmet-Gaumen meiner Herrin erfreuen können. Also irgendwas in deinem Beutel riecht aber wirklich sehr gut. Kann ich mir mal ansehen, was genau da in deinem Beutel so gut riecht? Ja, mein Pokémon hatte vorhin einen Haufen gelegt und ich habe ihn in diesen Beutel mitgenommen. Die Kampfkamera ist es bestimmt. Ist doch bestimmt Tafelwasser, oder? Oh. Was für ein Duft. Jeder kennt den Duft von Tafelwasser, der ist einfach faszinierend. Das ist tatsächlich die seltene Zutat Tafelwasser. Klar, logisch. Unglaublich. Ich gebe dir 200 dafür, was sagst du? Nein. Naja, da kann man nichts machen. Sag mir Bescheid, wenn du einfach mal wohlschmeckende Zutaten findest. Okay, jetzt muss ich aber mal... Tafelwasser. Nein, mein Sonderbonbon. Hier, Kraftschub. Nein, das ist leider nicht wie gesucht. Schade, ich dachte, sie findet auch das Item Kraftschub sehr lecker. Achso, das ist der, wir kämpfen. Mein Pokémon helfen mir sonst immer beim Brotbacken. Heute helfen sie beim Kampf. Jetzt bin ich gespannt, was er für ein Pokémon hat, was beim Brotbacken hilft. Na gut, der kann sogar wirklich helfen. Okay, der hat Arme. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie... Flappy oder sowas, weißt du, was überhaupt nicht helfen kann. So, wir nutzen aber selbstverständlich Felsgrab. Weil sehr effektiv. Der Sodamark war jetzt das Wasser-Pokémon davon, ne? Ja, ich glaube schon. Warum müssen die immer alle diese Affen haben? Ich dachte, die wären selten. Hieß es nicht mal, die sind selten oder so? Oder habe ich das nur falsch im Kopf? Übrigens, wenn Flappy Level Up ist, geben wir ihm nochmal Sonderbonbon, dann ist es schon Level 29. Das ist geil. Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme echt noch nicht ganz da ist. Ich bin echt gerade erst aufgestanden. Weil ich halt echt auch nicht mehr schlafen kann. Weißt du, wenn du die ganze Zeit nur... Oha, dieser Kampf war ganz nach meinem Geschmack. Wenn du die ganze Zeit nur rumwühlst und sowas und ja, dann lohnt sich Schlafen auch nicht mehr. Wackelnde Büsche. Wir suchen sie. Siehst du diese riesige Tasche? Was glaubst du wohl, was da drin ist? So wie sich das anhört, ist Sandy auch schon aufgestanden. Ich höre Nilpferdartige Fußstapfen. Sumniam. Wir müssen auch bald wieder Rolli ein bisschen trainieren. Dieser Rolli. Flappy ist so furchtbar stark. Ich finde Flappy echt schön.
Ich finde ihn echt nice, Caro. Das Einzige, was ich durch diese Niederlage gewonnen habe, ist unnötigen Ballast. Ballast ist nie unnötig. Ballast trainiert. Hey, Mülltüte! Hyratytox. Das ist so gemein, den Mülltüte zu nennen. Schämt euch. Vergifte mich bitte nicht. Spezialverteidigung sinkt stark. Wir haben doch schon kaum Verteidigung hier. So, ich wollte aber das da haben. Superball. Ich habe nichts rascheln gesehen. Hallo. Ich werde da ewig nachsuchen, das sage ich euch jetzt schon. Ewig. Ewig werde ich danach suchen. Ich bin immer noch der Meinung, das gibt's vielleicht überall. Säurespeier, ja, macht sowieso kaum Schaden. Ist, glaube ich, eher dazu da, um die Spezialverteidigung stark zu senken. Was sehr hilfreich ist, zweimal diese Attacke und schon hast du richtig hat das Ding keine Spezialverteidigung mehr. Und dann setzt du als Hyratytox, weiß ich nicht, den gelben Punkt ein und schon ist dann Highlife. Es raschelt nirgendwo. Ist deprimiert. Unsere Begegnung ist nicht weniger Werk des Schicksals als der Wind in meinem Gesicht oder ein abrupter Sinneswandel. Meine Güte. Okay, es ist früh am Morgen. Bitte verzeiht mir, wenn ich genauso lese, wie ich sonst auch immer lese. Also. Mebrana. Wer? Ah, das ist die Entwicklung dieses Frosches, ne? Gott, sieht das Ding eklig aus. Das Ding sieht aus, als ob das irgendwie... Ja, sagen wir es so, wie es ist, eine Krankheit hat. Hat das Ding eine Krankheit? Aua. Weil der Initiativewert gesunken ist, ey. Ja, leck mich doch. Pete. Wollten wir einsetzen. Warum Rolli? Ich glaube, weil er derzeit Rollo heißt oder so. Oder ihm gebe ich das Sonderbonbon. Weil im Endeffekt ist Pi... Meine Güte, jetzt ist mal gut. Jetzt ist 3 Techniken hintereinander, ohne dass ich was machen darf. Ich meine, ich stipp so, aber... Ach ja, ist ja noch Gift drin, das stimmt. Sollten eigentlich was anderes machen. Dann machen wir es nochmal. Weil wir nichts gelernt haben aus unseren Fähigkeiten. Mein Beat ist ja wirklich bald Level Up. Uff, mich deucht, ich habe Gegenwind. Mich deucht. Wer sagt denn sowas? Wer sagt mich deucht? Okay, ich trainiere erstmal Pete. So. Ein Beleber. Oh, das ist sogar genau, gut. Ich gucke, warum rascheln hier keine Büsche? Eklig. Pichonella. Piconella. Pico-Schiller. Irgendwie so. Die haben hier keine Chance. Machen die beide fertig. Du das da. Du das da. Los. Na und? Hochmut. Weil wir so knapp vor Level Up sind. Warum trifft beide? Das ist gemein. Halt. So. Ende aus Mickey Mouse. Hochmut. Zink. Das ist Verteidigung erhöhen oder so, meine ich, ne? War das nicht bei Zink so? Bin mir gar nicht so sicher. Hyratytox.
weiß gar nicht, was der für ein Ding ist. Ist der Gift mit drinne? Scheinbar. Der hortet. Okay, das macht alles eindeutig zu wenig Schaden derzeit. Ja. Warum sinkt seine Verteidigung dann? Achso, weil er nicht mehr hortet. Ja, genau. Tschüss. Hüpf. Hier ist noch ordentlich was los. Zumindest kampftechnisch können wir hier noch ordentlich trainieren. Ein Trainer, erlaub mir ein Kunstwerk aus dir zu machen. Bitte was? Willst du mich nackt malen? Jetzt? Ich bin unrasiert. Symbolara. Warte mal, das war dieses komische Ding, was da so rumfliegt. Genau. Das komische Ding, was da so rumfliegt. Es ist komisch, es ist ein Ding und es fliegt. Also hatte ich absolut recht. Rückenwind. Die auf der Seite des Gegners kämpfenden... Was? Das konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schnell lesen. Leider wird das auch wehtun. Leider wird das auch alles wehtun, was ihr hier für Techniken macht. Dabei bist du so kurz vor Level Up. Naja, egal. Schade, ein Volltreffer wäre schön gewesen. Toll. Wirbelwind. Why? Toll, der hat noch Psi-Strahl, weißt du? Überlebt mit einem sogar. Toll. Das war richtig hilfreich. Schade, ich dachte Minecrafter schafft das. Weißt du was, wir setzen wieder Pete ein und hoffen darauf, dass die Initiative von ihnen höher ist als von denen da und dann können wir loslegen. Rückenwind. So, jetzt lesen. Erhalte Rückenwind. Und was bedeutet das jetzt, dass ich Rückenwind erhalte? Gut, wir haben jetzt gewonnen. Ist eigentlich ganz nice, dass er einmal getauscht hat. Hat einen Angriff gespart. Schön. Pete versucht Giftschock zu erlernen. Oh, Giftschock, neue Technik. Eine Attacke vergessen. Erstmal gucken. Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Oh, das ist doch ganz nice. Ja, komm. 1, 2, plopp. Wenn er vergiftet ist, toxischen Schock machen. Oder Giftschock. Oder wie auch immer. Ich glaube, mir geht es langsam, dass die Denkweise zu irgendwas tüchtig. Ich kann nicht so schnell lesen. Ich klicke aber auch irgendwie die ganze Zeit. Der hat mir jetzt fast zu viel EXP dafür, dass ich ihn, So, was bringt das? Erhöht die Spezialverteidigung. Einsetzen. Flappy. Nee, habe ich nicht. Das stimmt. Das hast du gut erkannt. Danke. Nein, ich gebe Flappy lieber den EXP-Booster da. Den Sonderbonbon. So, das müssen wir dann aber erstmal wiederbeleben, ne? Vor allem Leben geben, weil ab Hälfte des Lebens verkackt er und kann nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, ab wann sich, ich glaube, aber mit Level 31 entwickelt er sich zum letzten Entwicklungsstufe. Zum 1000-Füßler. Glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Wir werden es herausfinden. Hi. Ist das nicht wieder so ein Eddie? Ein Dreh und ich bin dran. Noch ein Dreher und du bist dran.
Eddie Gordo. Flampignon. Das ist gut. Vogel, Feuer. Da können wir Felsgrab einsetzen, denn das Ende aus Mickey Mouse. Ich glaube, dass da Vogel drin ist. Ich gehe aber davon aus, dass das Vogel da drin ist. Weiß auch nicht. Und nochmal Flampignon. Von mir aus. Voll öde, aber von mir aus. Sehr schön. Genau so wollte ich Level abgehen. Ohne weitere EXP. Akrobatik zu erlernen. Okay, ich habe keine Ahnung. Eine Attacke vergessen. Ich habe keine Ahnung, was Akrobatik ist. Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. Ich mag aber auch Pflücker. Machen wir dafür Agilität weg. Ganz ehrlich, Agilität brauche ich eh nicht. Werde ich nie nutzen. Was erhöht nur die Initiative und... Ach komm, unser Vogel hat schon... Ist schon schnell. Dann geben wir ihnen jetzt den Sonderbonbon. Weil brauchen wir ja auch nicht horten, ne? Die Sonderbonbons. Hier, bitte. Nochmal Level Up. Ich habe kein weiteres Exemplar. Warum nicht? Wäre natürlich schön, wenn man 10 von den Dingern hätte. Die sind so selten geworden. Wie gesagt, Pokémon Blau, habe ich glaube ich irgendwann mal erwähnt, waren sie wesentlich unseltener. Fand ich. Pokémon und Straßenkünstler haben es total drauf. Ihr wollt gar nicht kämpfen. Straßenkünstler sind einer der Attraktionen auf Route 5. Meine Melodie schallt in die Welt hinaus. Mein Kampf, mein Pokémon sind alle im Kampf voraus. Immer diese Rapper. Elton John. Musiker Elton John greift an. Sollte eigentlich gar nicht so, ne, schlimm sein. Ey, paralysieren ist scheiße. Paralysieren ist kacke. Naja, weiter. Müssen wir gleich erstmal einen Para-Heiler. Damit wir keine Paras mehr haben. Naja, es macht keinen Schaden. Patch dir aus, du Schwein. Machen wir mal toxischer Schock, nur um zu sehen, wie diese Technik aussieht. Ist wichtig. Toll. Hat sich gelohnt. Ich bin einfach nicht in den richtigen Rhythmus und aus Angriff und Abwehr gekommen. Im Kampf eben ist mir klar geworden. Du bist unschlagbar. Das gebe ich zu. Das gebe ich dir. Eine E-Gitarre als Deko-Artikel. Willst du deinem Pokémon eine E-Gitarre umschneiden, dann auf ins Musiktheater. Nein, möchte ich nicht. Oh Mann, mein armes Pokémon. Mensch, hab doch mal ein bisschen Mitleid mit den armen Pokémons. Vielleicht möchten die das gar nicht. Kein Wunder, dass Team Plasma die Pokémon befreien will. Von manchen Trainern musst du die auch befreien. Jemand ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist ein großer Verdienst. Schon deshalb sind Pokémon so toll. Sie bringen dich stets zum Lachen. Ich zeig dir, welche Technik meine Pokémon schon gemeistert haben. Sterben. Ich sagte, die haben sterben. All diese Arbeitslosen, die hier ihr Geld verdienen. Schlimm. Schlimm. Und ich weiß, nicht jeder Straßenkünstler ist arbeitslos. Ich sag's halt einfach nur so. Die machen leider nicht sehr viel Schaden, ne? Mach ich einmal Kreideschrei. Ach man, nimm auf mit deinem Schutzschild, Mensch. Prinzessin, was ist denn Scheiß?
macht eh alles keinen Schaden, Mensch, Rollum. Aber es ist, glaube ich, gut zum Trainieren hier, das Pokémon. Vielleicht hat er ja auch noch die andere Entwicklung. Also das andere Käfer-Ding, was wir jetzt auch haben wollten. Das wäre ganz angenehm. Rollum, okay, er hat noch ein Rollum. Oh ja, gut, weiterkämpfen. Okay, noch ein Rollum. Wird Zeit, dass er Schutzschild einsetzt. Nee? Das schockt. Na toll, ich habe die gerade runtergehauen. Arschloch. Jetzt sind wir wieder bei Null angekommen. Sehe ich nicht ein. Nein. Abwehr runter. Geht doch. So, Abwehr gleich viermal runter in dem Sinne. Und jetzt können wir Giftschweif machen und ins Ende. Oh, Schutzschild. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn die Spackos das tun. Das ist kein Kreideschrei mehr, wa? Ja, Kreideschrei behält man aber. Ist einfach so. Mein Rollum ist wesentlich stärker als deins. Entwicklung? Ich habe sowohl dich als auch die Attacken deines Teams unterschätzt. Tja. Oh Mann, keine Entwicklung. Ich glaube wirklich erst mit Level 31. Ist das hier eigentlich so ein Foodtruck da? Wenn die sagen, das ist hier Straßenkunst. So. Ich gehe nochmal zurück. Wir gehen unsere Pokémon heilen. Und dann gucken wir weiter.